Dawson City verdankt seine Existenz und wirtschaftliche Bedeutung dem Goldrausch von 1896 bis 1899. Ein wichtiger Faktor bei diesem Unternehmen, den aber die meisten Goldsucher unterschätzten, war die Verbindung der Goldfelder im Yukon-Klondike-Gebiet mit der Pazifikküste via das Yukon-Flusssystem. Durch den Einsatz von Raddampfern und den Bau einer Eisenbahnlinie wurden relativ schnell logistische Verbesserungen erzielt, die aber den steten wirtschaftlichen Niedergang des Schürfgebiets nicht aufhalten konnten. Erst der 1986 abgeschlossene Bau des Klondike Highways brachte die Wende. Ganz offensichtlich hat der Goldrausch seine Faszination und seinen Mythos nicht verloren. Der einfache Zugang mit einer Autobahn lockt jeden Sommer Tausende von Touristen an die Orte des Geschehens, das Ende des 19. Jahrhunderts die Welt für 3 Jahre in Atem hielt. Mit diesem Filmbeitrag werden einige Zeitzeugen entlang der Route des ehemaligen Goldrausches, hier blau eingetragen, vorgestellt. Wir beginnen unsere 714 Kilometer lange Fahrt in Dawson City. In den letzten Jahrzehnten wurden 18 historische Gebäude und Einrichtungen zum Dawson Historical Complex zusammengefasst und außen und innen restauriert. Eine wichtige Rolle in der ökonomischen Entwicklung, nicht nur während, sondern auch einige Jahrzehnte nach dem Goldrausch, spielten die Schaufelraddampfer auf dem Yukon. Bis Ende der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts kreuzen gesamthaft gegen 300 Dampfer. Das letzte kommerziell betriebene Dampfboot war die Keno, die 1960 außer Dienst gestellt wurde. Die wirtschaftliche Seite des Verkehrs mit Dampfbooten war immer kritisch. Wegen dem subarktischen Klima und der damit einhergehenden Vereisung des Yukon-Flusses konnten die Boote nur während 3 bis 4 Monate operieren. Etwa 2 Kilometer flussabwärts befindet sich am Ufer eine ehemalige Überwinterungsstelle für Schaufelraddampfer, wo die Überreste von 3 Booten zu sehen sind. Diese wurden vor einigen Jahrzehnten aus wirtschaftlichen Gründen nach der Winterruhe nicht mehr in den Yukon zurückgebracht und wurden so zu Zeugen unerfüllter wirtschaftlicher Spekulationen. Der Schiffsfriedhof liegt am gegenüberliegenden Ufer von Dawson. Um dorthin zu gelangen, ist heute eine Dieselfähre in Betrieb, welche die Überfahrt von Personen und Autos in einigen Minuten erledigt. Die starke Strömung des Flusses lässt die Achtung für die technische Leistung der ehemaligen Schaufelraddampfer markant ansteigen. Zurück im alten Teil von Dawson City besuchen wir die Bank of British North America. Diese Bank war die erste ihrer Art in Dawson. Das ursprüngliche Gebäude war ein 1898 erstelltes Blockhaus, das noch im gleichen Jahr durch einen Großbrand zerstört wurde. Der Ersatz war ein bis heute erhaltener, repräsentativer Holzbau. Der Schalterraum veranschaulicht die Entwicklung der finanziellen Dienstleistungen während des Goldrausches. 1898 entschied das Federal Post Office, an prominenter Stelle einen Neubau zu errichten, der am linken Bildrand zu sehen ist. Das Innere der Post zeigt mit diversen Schalterabteilen und Hunderten von Schließfächern eine klare Verbesserung der postalen Dienstleistungen. Gegen 30 Saloons sorgten 1898 für gute Stimmung bei den Goldgräbern. Einen kleinen Nachgeschmack von der damaligen Unterhaltungsatmosphäre können die Touristen auch heute noch genießen im Downtown Hotel, wo Dwight Kelly, auch manchmal Genius from the Klondike genannt, die Gäste auf einem alten Klavier im Goldrush-Stil bei bester Laune hält.
Wir verlassen Dosi City auf dem Klondike Highway. Wenige Kilometer außerhalb der Stadt fahren wir an langen, schlangenartigen Schotterhaufen vorbei. Diese stammen von Goldbackern, sogenannten Dredges, Einrichtungen so groß wie Häuser, welche die Böden durchwühlten. Dredges sind Repräsentanten der industriellen Goldgewinnung und ersetzten die mühsame Handarbeit, wie sie noch während des Goldrausches übrig war. Die Dredge No. 4 war die größte in Kanada gebaute Dredge. Ihr Betrieb dauerte von 1912 bis 1959. Heute gehört sie zu den National Historical Sites of Canada. Etwa 20 Kilometer nördlich von Carmax bilden vier größere Felsen im Yukon-Fluss ein respektables Hindernis. Die resultierenden fünf Flussdurchlässe, deshalb fünf Finger Rapids, waren für kleinere Boote schwierig zu passieren. Dampfboote konnten nur den größten Durchlass am östlichen Ufer des Flusses benutzen. Bei Hochwasser brauchten die Boote Unterstützung von Seilzügen, die am Ufer oder an Zugbooten befestigt waren. Eine solche Durchfahrt dauerte 15 bis 20 Minuten. Nach zwei Unfällen, 1903 und 1911, wurden an den Felsen Sprengungen vorgenommen, die insbesondere den östlichen Durchlass um etwa 6 Meter erweiterten. Carcross ist die letzte größere Ortschaft vor Skagway. Sie liegt am Narry River, der den Bennett Lake mit dem Narry Lake verbindet. Während des Goldrausches war Carcross ein Zwischenstopp für Boote, die nach Dosen fuhren. Verschiedene historische Gebäude wurden in jüngster Zeit restauriert. Am Bahnhof werden die Besucher von der kleinen Lokomotive Duchess begrüßt. Sie hat nichts mit ihren größeren Schwestern der White Pass and Yukon Route Railway zu tun. Sie transportierte seinerzeit Passagiere zwischen dem Tagish und Etlin Lake und dient heute nur noch als Blickfänger. Während des Baus der White Pass and Yukon Route Railway war Carcross im Jahr 1900 Treffpunkt der Bautrupps, die von Whitehorse und Bennett vorrückten. Von 1982 bis 2007 hat die Bahn ihren Dienst eingestellt. Heute dient die Bahn nur noch touristischen Zwecken. Endstation ist Carcross und nicht mehr Whitehorse. Hier die Einfahrt des Touristenzuges. Die Fahrt von Skagway nach Carcross dauerte 5 Stunden. Dem Bahnhof gegenüber befindet sich der Komplex des Matthew Watson General Stores. Dabei soll es sich um das älteste Warenhaus im Yukon-Territorium handeln. Es wurde während des Goldrausches gebaut und dann etappenweise an den heutigen Standort verschoben. Es wird als Souvenirladen für Touristen geführt. Ein Besuch ist immer ein besonderes Erlebnis. Die Fortsetzung des Klondike Highways Richtung Skagway folgt nicht dem Bennett, sondern dem Tagish Lake. 1905, einige Jahre nach dem Klondike Goldrausch, eröffnete der amerikanische Unternehmer John Conrad Silber- und Goldminen, die sogenannten Venus Mines, an den Steilhängen des Montana Mountains. Das Unternehmen ging bereits 1912 Konkurs. Nach einigen sporadischen Wiederaufnahmen ruhen jetzt auch diese Minen. Nach dem Passieren der Grenzkontrolle wird Skagway erreicht. Der ehemalige Hafen von 1897 für Goldsucher und andere Glücksritter
die damals noch primär aus dem amerikanischen Westen kamen, hat sich zwischenzeitlich zu einem modernen Touristenort mit Andockmöglichkeiten für Kreuzfahrtschiffe und einem Flughafen entwickelt. Wer das Hinterland erkunden will, sollte eine Fahrt mit der White Pass and Yukon Railway nach Carcross unternehmen, die hier startet. Jährlich besuchen gegen 1 Million Touristen Skagway. Heute erinnert nichts mehr an die bescheidenen Laufstege, welche die ankommenden Goldsucher benutzen mussten. Jeder hatte mindestens 1 Tonne Nahrungsmittel und Schürfmaterial bei sich, das er von hier über den White Pass oder Chilkoot Pass ins Quellgebiet des Yukon-Flusses und nachher flussabwärts zur Klondike-Einmündung befördern musste. Der historische, von Legenden umwobene Teil von Skagway wurde sorgfältig restauriert und steht unter Schutz des Klondike Gold Rush National Parks. Spurensucher des Klondike Goldrausches werden in Skagway sicher fündig werden.